EAC Kloten Podcast. Mit Geschichten und Menschen rund um unseren Verein. EAC Kloten Podcast, Folge Nummer 10. Und wieder ist eine Kloten-Legende bei mir. Und da kann man vorher im Auto überlegen, das heisst Kloten Podcast, aber eigentlich hat man es auch Legenden-Podcast. Nein, ich fange irgendwie immer gleich an mit der Legenden-Sitz da. Heute ist nämlich der Rekordspieler vom EAC Kloten, der Romano Lemhoi. Romano, schön bist du da. Salut, danke, kann ich da sein. Wie geht es dir? Du hast gerade gesagt, du bist vom Training gekommen und musst gerade weiter ins Training. Wo bist du und wo musst du hin? Wir sind gerade auf dem Eis mit der U17-Mannschaft in Kloten. Ich bin dort als Assistent noch angestellt. Und das nächste Training ist von den Veteranen, wo ich selber noch aufs Eis gehe, wo ich noch etwas für Kondition mache und ein paar alte Kollegen, dass man dort noch gegeneinander matchelt. Ja, das ist doch schön, dass man auf dem Eis bleiben kann. Ich will gerade anfangen mit der Aktualität. Wir sind gerade wieder zurück in der Phase, wo es bei der Swiss League immer weitergegangen ist. In der National League hat es Pause gehabt wegen der Olympischen Spiele. Hast du das Olympische Eishockey-Turnier, hast du das mitverfolgt? Ich habe es so gut, dass es geht, mitverfolgt. Die Spiele sind ja halt zum Teil, die Schweizer Spiele sind ja zum Glück am 4.10 gewesen, aber dann bin ich am Arbeiten meistens. Ich habe ab und zu natürlich schon ein bisschen aufs Handy geschaut und es neben dem Computer aufgestellt, aber ich hoffe, mein Arbeitgeber lässt es nicht zu fest. Wie schätzt du die Leistungen ein, die die Schweizer gebracht haben? Du kannst es ja ziemlich gut schätzen. Ja, sie haben sicher ein bisschen Mühe am Anfang und sind dann ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Ich habe vor allem das Spiel gesehen gegen die Tschechen, dort haben sie sicher sehr gut gespielt. Nachher gegen die Finnen muss ich sagen, ja, habe ich nicht viel gesehen, aber jetzt haben sie wahrscheinlich einfach so ein bisschen zu viele Fehler gemacht und das ist schade. Es wäre sicher mehr möglich gewesen, wenn man sieht, Slowaken, Bronze und ja, mit dieser Mannschaft wäre mehr möglich gewesen, sage ich mal. Ist natürlich klar, wieso ich dich frage. Du bist ja selber Olympionik, also du weißt von was das du redest. Du bist nämlich 2006 in Turin dabei gewesen und 2010 in Vancouver. Wie sind da die Erinnerungen daran, die Olympischen Spiele, die dort noch normal waren, nicht so wie jetzt in Peking, also ohne Corona, so meine ich, oder wo Zuschauer da waren. Was sind die Erinnerungen da an diese Turniere? Ja, 2006 in Turin war sicher sehr speziell, weil es die ersten Olympischen Spiele waren. Es ist jetzt rein vom Setup, eben Turin würden wir jetzt auch nicht unbedingt gerade mit der Winterolympiade in Verbindung bringen, aber rein das Ganze drumherum mit dem Olympischen Dorf und der Eröffnungsfeier, das war mega cool gewesen. Das Hockey-Turnier haben wir auch ein paar sehr gute Matches gehabt. Das ist jetzt, wo wir Kanada geschlagen haben und Tschechen, die ein bisschen gespickt sind mit NHL-Spielern. Und natürlich dann Vancouver 2010 ist natürlich auch für ein Hockey-Turnier der Wahnsinn gewesen. Also rein vom Interesse der Leute und auf der Straße angesprochen wirst, you play Hockey, und da war natürlich der Grösste gewesen. Und dort ist Vancouver, hast du einfach mehr noch ein Feeling von Winterolympiaden und es sind sehr gute Erinnerungen. Eben, das ist eigentlich genau das, was ich als Nächstes fragen wollte. Du hast im Mutterland vom Eishockey hast du dürfen Olympische Spiele spielen. Was hat dir das dort in dem Moment bedeutet, wo du den Anruf bekommst und es heisst, doch, Romano Lem, der fliegt auf Vancouver an die Olympischen Spiele? Ja, das war schon mega cool. Man konnte sich im Vorfeld schon ausmalen oder können probieren vorstellen, wie es so wird. Aber es war schon kein Vergleich gewesen. Ich meine, die Leute sind wirklich crazy wie Hockey dort. Also. Und das Setup war super gewesen. Wir sind vom Olympischen Dorf, hast können in die Eishalle laufen und hast ab und zu, haben wir um 12 Uhr Match am Mittag, das heisst, du hast in die Stadt nach dem Match und so. Und dort die Leute sind wirklich einfach abgegangen ab dem Olympiaturnier. Und wir hatten auch ein paar gute Matches gehabt und sind leider nicht bis Viertelfinale rausgekommen, aber wir haben schon die Stimmung dort in der Stadion in Vancouver und das ist der Hammer gewesen. Du magst dich an die Stimmung erinnern und das rundherum. Was würdest du sagen, welcher Gegenspieler war der beste gewesen? Oder an welchen Gegenspieler dort kannst du dich noch erinnern? Gibt es überhaupt noch einen, wo du sagst, doch, dort in Vancouver ist mir noch einer geblieben? Ja, ist natürlich der Sidney Crosby bei Kanada, oder, der nachher auch zum Olympia-Held geworden ist, das Goal in der Verlängerung geschossen hat. Wir haben auch Kanada gehabt, haben knapp im Penalty-Schiessen verloren und so ein Spieler ist, er ist halt dort und immer noch einer der besten, wenn nicht der beste Spieler gewesen. Also gegen so einen Spieler ist schon sehr speziell gewesen. Ja. Wie ist das gewesen, gegen Sidney Crosby spielen? Also kann man das vorstellen, da bist du nervös, du sitzt draußen, nachher siehst 87 der Nationalheld, der Crosby, der eigentlich immer sonst im Fernsehen gesehen hast, im YouTube, plötzlich spielst du gegen den. Bist du mal ein Shift gegen ihn gelaufen oder hat es das Duell nie gegeben, Lem Crosby? Da hat es gegeben. Ja, also so ganz genau könntest du es dir nicht mehr sagen. Ich meine, es ist halt einfach so, du weißt schon, wer dort spielt. Und wenn sobald das Spiel angefangen hat, kommt es dann schon nicht mehr ganz darauf an. Und wenn du mit ihm oder gegen ihn auf dem Eis bist, musst du natürlich schon ein bisschen auf ihn schauen, oder?
Je nachdem, was ein bisschen nur. Ja, also wenn du Flügel bist, musst du vielleicht eher den Verteidiger, die Verteidiger müssen dann eher schauen und den Center. Aber ich habe sicher irgendwie ein Schiff gehabt. Ich könnte es dir jetzt gerade nicht mehr 1-zu-1 sagen. Aber du bist halt so im Tunnel rein. Ja. Und, ja, da musst du natürlich schon immer aufpassen, wenn es auf mich ist. Aber man hat natürlich auch auf dich müssen aufpassen, auf mich, weil du hast auch fleissig gescored. Weißt du noch, wie viele Goal du in deiner Olympiakarriere gemacht hast? Ja, schwierig zu sagen, vielleicht 4 oder so, 3, 4. Absolut richtig, 4. Du hast nämlich an jedem, an beiden Turnier 2 gemacht. Ja. Was du richtig aus den Statistiken rausgeschrieben hast, kannst du dich noch an die Goal erinnern, die du dort gemacht hast? Sind die besonders speziell gewesen? Man sagt sicher, in Vancouver war es ein Overtime-Goal gegen Norwegen. Es war wichtig, dass wir den Match noch gewonnen haben, damit wir ins Viertelfinale kommen. Da mag ich mich schon noch sehr gut erinnern. Ich glaube, ich habe einen Pass bekommen von Dominic Kelly vor dem Goal und sie können rein tun. Und, immer schön an der Olympiade in den Overtime das Goal zu schiessen. Das war schon ein spezieller Moment gewesen. Speziell ist es immer mit dem Schweizer Liebling auflaufen. Du hast knapp 200 Spiele mit der Nazi gemacht. Was hat es dir jeweils bedeutet, wenn du das Aufgebot bekommen hast? Ja, das war natürlich schon immer sehr speziell gewesen. Vor allem eben verschiedene Weltmeisterschaften, stehst du noch auf der blauen Linie, singst Hymnen. Das berührt einem schon im Herzen, man will die Schweiz gut vertreten. Und es waren ganz viele verschiedene spezielle Turniere gewesen. Wir sind in diesen Jahren sind wir halt immer so ein bisschen noch im Aufbau gewesen. Wir haben noch nicht so ganz die Chance gehabt, um eine Medaille zu spielen. Wir haben vielleicht auch noch nicht so daran gelebt wie die heutigen. Aber wir haben immer sehr gute Spielzeit, gute Turniere. Und es hat leider nie ganz gelangt, um mal eine Medaille zu gewinnen. Aber, hast du eigentlich die Liebling daheim behalten? Die, die Turin, Vancouver angehst, hast du eine Sammlung gemacht, eingerahmt? Ja, eingerahmt nicht, aber ja, noch nicht, sagen wir es mal so. Noch nicht, das ist noch der Plan. Ja, irgendetwas muss ich mit denen schon machen. Ich habe einen recht grossen Hockeysack mit vielen Liebling drin. Da sind auch alle Kloten-Liebling und dort noch... Das hauseigene Museum könntest du auch aufmachen. Ich habe gar einen Platz. Also die speziellen muss ich sicher dann mal irgendwie einen guten Platz finden für die. Also ist vor allem die Sonnenseite, die wir jetzt angesprochen haben von deiner Karriere. Aber es hat eben auch Rückschläge gegeben, besonders Diagnosen, die im Oktober 2011 öffentlich worden ist von deinem Hirnnerventumor. Wenn du uns ein bisschen mitnimmst, wie hast du das erfahren? Wie ist es dir zu dieser Zeit gewesen? Wie hast du überhaupt erfahren, dass du die Krankheit hast? Ja, es war irgendwie so gewesen. Ich bin eigentlich recht gut in die Saison gestartet, das mag ich mich erinnern. Es ist sehr gelaufen, auch der Mannschaft selber. Aber irgendwie hatte ich immer so ein bisschen komisches Gefühl gehabt. Das linke und das rechte Ohr hat sich anders angefühlt und ich habe dann plötzlich mal irgendwann einen Tinnitus bekommen. Das höchste Pfeifen nicht mehr weg ist. Und ich habe dann das irgendwann am Clubarzt zum Uli Brunner gesagt und ich habe auch nicht dabei gedacht. Und er hat dann irgendwie, schon mal so ein bisschen etwas gehabt in dieser Richtung und hat mich zur Abklärung geschickt, oder irgendwie ein MRI. Aber ich habe nicht gedacht, dass dort irgendetwas rauskommt. Und dann bin ich daheim gewesen und wäre gerade an einem Match in Kloten am Freitag gewesen, das weiß ich noch genau, und hat dann eben Uli Brunner angerufen. Ja, und ich so, ja, was ist, alles gut. Und nachher so, ja, ich bin nicht schnell vorbeikommen vor dem Match und so. Und ich so, ja. Dann hast du schon gewusst, irgendetwas so gedacht, kann ja, nicht nein, was ist und so, was sagst du mir lieber jetzt? Und dann hat er eben das gesagt, irgendwie Akustikus Neuronom. Ich dachte, was ist das? Wann kann ich wieder spielen und so. Und nachher so, ja, für die Saison sicher nicht mehr. Und ich so, shit. Und dann habe ich es dann eben leider dummerweise mal gegoogelt. Und nachher als erstes, du kommst, steht so Hirntumor, oder? Ja. Du bist gerade mal als erstes so... Ja, klar. Das wäre mein erstes Mal gewesen, wie du im ersten Moment reagiert hast, oder? Wo du das gegoogelt hast. Das macht ja jeder, wenn er irgendetwas hat. Und dann kommt meistens eben das Schlimmste. Ja. Wie hast du reagiert dort? Ja, ich war schon gerade recht geschockt gewesen. Also ich habe dann auch gerade dem Coach angerufen oder zusammen mit Uli Brunner entschieden, dass ich heute zum Abend nicht kann spielen kann. Also ich habe das zuerst ein bisschen verarbeiten. Ich bin dann zu guten Freunden, die gerade Nachbarn waren, das erzählen. Und habe meine Schwester angerufen, ob sie zu mir kommen, Kaffee trinken. Ich musste einfach ein das verarbeiten. Also der erste Schock hat sich dann schon geleitet, wo man dann mal bessere Informationen vom Arzt bekommt. Es ist ein Hirntumor, es war ein gutartiger, nicht gross und nicht im Hirn. Also es war eigentlich jetzt nicht ungefähr mein Leben in Gefahr gewesen, aber im ersten Moment, wenn man halt so etwas googelt, sollte man gescheiter nicht machen. Du warst dort 27, in der Blüte deiner Karriere. Wie hast du diese Diagnose und nachher auch den Krankheitsverlauf verdaut? Wie bist du wieder auf den Damm gekommen, sozusagen, wenn man das so kann sagen? Und auch wie zurück aufs Eis nachher? Ja, es ist halt auch vor allem einmal darum gegangen, Operation abklären, wenn sofort oder lieber noch ein bisschen warten. Spezialisten haben gesagt, ich soll lieber sofort operieren. Und man hat wie einfach nie
klar können sagen, ja, du bist nach 3 Monaten zurück, nach 4 Monaten. Also zuerst hat es schon mal geheißen, so nach 3 Monaten, und ich habe dann einfach das angepeilt. Aber ich bin dann auch in so einer Reha-Klinik irgendwo in Leukebad nach einer Woche Spital, und dort bin ich dann schon, habe ich schon die Schlittschuhe mitgenommen, das weiß ich noch. Nachhinein ist es vielleicht auch nicht so gescheit gewesen. Ich bin dann schlussendlich, ist es dann erst nach einem Jahr erst wieder gegangen, um wirklich spielen, und auch dort noch mit Einschränkungen. Und man hat es halt wie nicht können genau sagen, wie es ist, wieder voll im Profisport zurück, vor allem im Hockey, wo es so viel Körperkontakt gibt. Oder? Und wo du dann zurückgekommen bist, hast du dich gefühlt wie der alte Lem, oder ist es komplett etwas anderes gewesen? Oder hast du das Gefühl gehabt, doch, du bist nochmal in die Form zurückgekommen, die du vorher gehabt hast? Wie war das gewesen? Ja, ich muss sagen, es war schon ein bisschen anders gewesen. Also, ich habe einfach schnell mal gemerkt, dass ganz meine Fähigkeiten nicht mehr ganz dort anbekommen, was sie vorher gewesen sind. Das ist halt einfach aus dem Grund, dass so das Gleichgewicht ein bisschen gestört war. Und es hat gut wieder können kompensieren, den Körper, aber nur so zu, ich sage das selber, so 97%, was eigentlich gut ist und ich mal da nicht merken. Aber im Hockey bei den hohen Tempi und Bewegungen vom Kopf ist das noch schwierig gewesen. Und ich habe einfach dann irgendwann gemerkt, dass gewisse Sachen ich schon nicht mehr ganz so kann machen wie vorher. Und dann habe ich mein Spiel ein bisschen angepasst. Und dann ist dann einfach so ein bisschen andere Fähigkeiten müssen zeigen. Was hast du geändert? Was hast du dich mehr auf die Routine vertraut? Oder was du vorher schon gewusst hast, das kann ich wirklich gut, dort vielleicht noch ein bisschen verbessert? Oder was hast du müssen ändern am Spiel? Ich glaube, es hat sich automatisch irgendwie ein bisschen geändert. Ich konnte einfach nicht mehr können, vielleicht so die extremen Moves machen und viel Drehungen und offensiv. Es ist alles ein bisschen, ich habe mich ein bisschen mehr konzentrieren für alles. Wir haben eher so ein bisschen auf die einfachen Sachen, ein bisschen Basics verlassen. Kämpfen, ich habe dann auch viel Boxplay gespielt mit der Zeit, Schüsse blockieren und gleich aber auch noch ab und zu offensive Rollen gehabt, aber sicher nicht mehr ganz so mit der Finesse, die ich es vorher hatte, sagen wir mal so. Dort bist du Claude treu geblieben, Claude ist auch dir treu geblieben. Was hat dir das bedeutet, dass du so einen Verein gehabt hast, eben, wo du krank warst, aber dann eben gleich nach einem Jahr bist du wieder zurückgekommen und bist immer noch in Claude gewesen? Was bedeutet der Verein für dich, oder was hat er dir zu dieser Zeit bedeutet? Ja, ist natürlich schon, wenn man so etwas hat und du weißt, du bist in einem Club, der sich um dich sorgt und um dich kümmert und du fühlst dich daheim und hast nicht irgendwie einen Stress, um schnell zurückzukommen. Das machst du sowieso selber schon, aber immer sehr gut unterstützt worden, auch von Ärzteseite, Uli Brunner, Philipp Sacher, einfach all die Leute rundherum, nachher auch Physiotherapeuten. Es ist natürlich schon wichtig, dass du einfach den Support bekommst und Mannschaftskollegen, die dich immer unterstützt haben. Und auch, wenn ich dann wieder zurück bin nach einem Jahr auch mit den Zuschauern, das gibt einem dann schon gerade nochmal einen rechten Schub. Und ja, das ist cool. Weil eben, du hast eigentlich mehr als die Hälfte von deinem Leben hast du da im Kloten Umfeld verbracht. Da sind sicher auch sehr viele Freunde dort zusammengestanden. Also hast du das wirklich immer gespürt, der Rückhalt im Verein, der ist immer für dich da gewesen? Ja, sicher. Nein. Ich meine, sie haben auch nicht gewusst, was sie erwarten können. Sie haben mir dann auch nachher nochmal einen guten Vertrag gegeben. Oder? Obwohl sie nicht ganz genau gewusst haben, wie ich wieder mal genauso spielen können. Und das ist sicher auch Wertschätzung. Und eben, das braucht man auch als Hockeyspieler, vor allem wenn man durch so eine Zeit durchgeht. Du hast gesagt, du hast mehr als die Hälfte von deinem Leben hast du in Kloten verbracht. Kannst du dich noch an dein allererstes Spiel im Kloten-Dress in der Nazi erinnern? Weißt du noch, wann das war? Ja, es war im Jahr 2002 gegen Fribourg, würde ich sagen, im Playoff. Ich muss jetzt gerade überlegen, ob es in Fribourg war oder in Kloten. Ich bin jetzt gerade unsicher. Du hast das sicher rausgeschrieben. Ja, ich habe rausgeschrieben, dass es am 28.02. war gegen Fribourg im Viertelfinale. Aber ob es heim- oder auswärts gespielt ist, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Aber ich denke, es könnte heim gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall, du weißt es noch, wie war es für dich dort? Der erste Match im Schlufweg dort. Du bist aufgelaufen, Junioren bei Kloten gemacht und dann kommst du in die erste Mannschaft und spielst gegen Fribourg und kommst gerade im Viertelfinale rein. Also nicht irgendwie Anfang Saison mal, sondern wirklich gerade in den Playoffs ins Zelt reinkommen. Ja, das war schon speziell gewesen. Und ich meine, was gerade auffällt, wenn du in die Junioren reinkommst, nach mir laufen, dann sind vielleicht 50 Leute dort. Die Älteren sind dort. Die Älteren, die dazuschauen. Und sonst nach mir laufen ist das Stadion voll und die Playoffs sowieso. Da ist mal der Geräuschpegel viel höher und bist gerade mal ein bisschen erschlagen im ersten Moment. Aber irgendwie wahrscheinlich einfach so fokussiert, dass du das auch mit der Zeit zum Glück ausblenden kannst, könntest du dann kaum spielen. Also. Weißt du noch, mit wem du das gespielt hast? In der Linie dort? Wahrscheinlich irgendwann von der vierten. Ach, der Peter Bertsch war vielleicht noch dort, aber mit ihm. Ich bin nicht mehr ganz sicher mit ihm. Und letztes Mal, als ich den Podcast aufgenommen habe, das war mit dem Wladimir Jursinov. Ja.
Der ist ja dort. Der ist dort Trainer. Gewesen, richtig. Ja. Genau. Was hast du für Erinnerungen an Vladimir Jurisin, auf den Kulttrainer in Kloten? Ja, sehr gute Erinnerung. Ich meine, er ist eigentlich der Trainer, der mir das ermöglicht hat, in den Nationalspielen. Ich meine, ich bin dort eben als 17-Jähriger noch nie vor einem Spiel gehabt. Gerade diese Saison, als ich dann aufgekommen ins Kreuzband gerissen und praktisch gar nicht mehr können trainieren. Und dann bringt mich gerade im Viertelfinale im Gitter als 17-Jähriger und ohne Wenn und Aber. Oder? Und dann hat er dann auch mal irgendeinen Ausländer, wo er gut war, in der zweiten Linie gesagt, du spielst jetzt nicht mehr, du Lem geht jetzt dort rein. Das war dann im Halbfinale gegen Davos so gewesen. Also er hat dann einfach wirklich Chancen gegeben, aber hat ja hart angenommen in den Trainings. Und hat, das hat er aber verneint letztes Mal. Er hat gesagt, nein, er sei nicht so her in der Training. Das ist gelogen, oder? Er ist ja, also, sagen wir mal so, härter sich. Ich glaube, für uns, wir haben das so empfunden, aber er für sich selber ist nicht so her, weil er vorher viel härter war. Oder? Für ihn war er wirklich gemässig in Kloten, aber für uns ist das natürlich... Wie sind die Trainings abgelaufen? Wie oft hast du gehört, Beine? Ja, viel. Bist du eingeschlafen und hast nur noch Beine gehört? Ja, das hast du immer gehört. Du hast es immer wieder gehört. Kaum hast du den Böck bekommen, es war immer so, wenn du den Böck hast, hast du gesagt, Beine. Das hast du von überall gehört, in jedem Training, jedes Mal den Böck. Also. Aber du hast viel von ihm gelernt. Ja, also, das heißt, ein super Trainer gewesen. Super Trainer und hat auch die Jungen gepusht und hat immer mit den Jungen auch noch geschafft, nach jedem Training. Ist ja noch auch draußen geblieben. Ist immer noch auf YouTube, gibt es so Videos, wo er redet mit einzelnen Leuten immer noch? Immer noch auf dem Eis und auch neben dem Eis ist er auch immer noch mitgekommen, joggen, Vita-Parkour und haben Sachen gemacht. So. Bäume sind unsere Gegner gewesen und haben die schon ausgeladen. Ja, aber dort haben wir zum Teil gedacht, was machen wir jetzt schon wieder? Aber wir haben auch Training gehabt und Technik geübt und Sachen gemacht und das hat nachher schon sehr viel gebracht. Würdest du sagen, er ist der Trainer, der dich am meisten prägt? Oder der, wenn du irgendwann mal 80 plus bist, an den, der dich sicher immer wirst erinnern? Ja, ganz sicher. Ja. Mit Abstand, der mich am meisten prägt hat. Und halt auch die Zeit, so mit 17, da kannst du noch so viel lernen. Und er hat wirklich, wir hatten so viel Training gehabt und es war zwar her, gewesen, aber eben, wegen ihm sind wir dann auch erst, wahrscheinlich haben wir unsere Fähigkeiten noch so können festigen, dass wir auch gute Hockeyspieler geworden sind. Und ja, also ich würde mich immer daran erinnern, eine gewisse Übung mache ich jetzt noch mit dem Jungen. Was machst du noch? Was machst du noch? Das müssen wir jetzt erzählen. Ja, es hat eins gesagt, es heisst Formel 1. Also Formel 1, da musst du einfach mit dem Böck pfeifen und dann musst du einfach rumsäcken und so Moves machen und dann mal vorwärts, mal rückwärts, mal seitwärts. Das haben wir gesehen, wirklich die ganze Zeit gemacht und das mache ich jetzt immer noch ab und zu mit den Jungs. Also jeder Trainer, der jetzt zulässt und den Podcast lässt, ich weiss, welche Übung dass er im nächsten Training macht, Formel 1 Übung. Wir haben es vorher von deinen Goal gehabt an den Olympischen Spielen, aber du hast natürlich auch für Kloten einige Goal erzielt. Weisst du auch noch, wenn du das erste gemacht hast? Das erste war, glaube ich, auch gegen Fribourg, in den Playoffs in Fribourg. Ja, also das Datum weiß ich nicht mehr, aber es muss dann irgendwann der zweite, dritte Match von diesen Playoffs gewesen oder der vierte vielleicht. Genau, am 5. März war es. Ja. Welches Spiel, das habe ich jetzt auch nicht alles rausgeschrieben. Was war der 5. März, gewesen, wo du das erste Goal geschossen hast? Und natürlich die Frage, die Leute auf dem Tisch, wie hast du dich gefühlt? Erstmal Hände mit den Kloten, National, jubeln? Ja, das war schon cool gewesen. Vor allem dann noch Playoffs und ich wusste gar nicht, ob es irgendwie so ein extrem wichtiges Goal war, aber ich glaube, wir haben den Match. Ist immer wichtig, in der Playoff ist jedes Goal. Auch der Empty Netter am Schluss ist nicht wichtig. Nein, das war natürlich schon ein spezieller Moment gewesen, oder? Das erste Goal, von dem hat man schon länger geträumt, mal ein Goal können machen in der Nazia. Und, ich kann mich nicht an jede Emotion erinnern, aber ich habe es schon noch so... Ja, und gut, der Böck kommt dann auch ins Museum, ins Hauseigene, oder? Ah, hast du den hoffentlich noch? Den nicht. Nein, den hast du nicht mehr? Ich weiß nicht, ob dort so Böcke gesammelt worden sind zu dieser Zeit. Nicht? Ist das noch nicht so in gewesen dort? Nein, ich glaube nicht. Schade. Ja, und 2008, da hast du Kloten verlassen. Es ist zum Wechsel ins Tessin gekommen, zum HC Lugano. Viele Kloten waren dort enttäuscht gewesen und sagten, ja, der geht nur wegen dem Geld. Jetzt kannst du mal endlich sagen, wie ist es wirklich gewesen? Wieso bist du weg von der Flughafenstadt und ins Tessin? Nein, wegen dem Geld nicht. Also ich habe gleich viel verdient bei Kloten. Also von dem her war es nicht das gewesen. Ich hatte einfach das Gefühl gehabt, zu dieser Zeit, ich war dort schon 1,5 Jahre Captain gewesen, schon 4, 5 Jahre bei Kloten. Ich hatte einfach das Gefühl gehabt, ich brauche mal eine auch persönliche Veränderung. Oder? Das Gefühl gehabt, ich bin irgendwo ein bisschen angestoßen und ein gewisses Limit ein bisschen aus der Komfortzone rausgekommen. Ich denke, das ist für mich persönlich, für meine Entwicklung, ist es wichtig, jetzt mal noch einen Wechsel zu machen. Sonst wäre ich wahrscheinlich ewig in Kloten geblieben.
Wäre schön gewesen. Ja, du bist auch schnell wieder zurück. Ja, eben genau. Also ich war auch fast die ganze Zeit in Kloten gewesen. Aber der Abstecher ist sicher auch für mich persönlich gleich auch wichtig gewesen, auch wenn es nicht eine riesen glorreiche Zeit war in Lugano. Ja. Aber ich konnte gleich auch viel lernen trotzdem mit. Aber du sagst das wirklich aus Überzeugung, eben, das gehört mir ja viel von den Sportlern, eben so ein bisschen Flosskartig. Ja, nein, es ist nicht wegen dem Geld, es ist, weil ich mich verändern will. Aber du sagst wirklich, es ist so gewesen. Und was hat sich dann verändert? Was ist anders gewesen im Tessin wie da? Ja, es ist auch eine ganz andere Kultur. Es ist ein anderer Club. Ich habe einfach alle dort vom Club kennt und meine Mitspieler. Du gehst in ein neues Team, musst dich neu beweisen, trainierst anders, es ist anders mit den Fans. Es war noch eine andere Erwartungshaltung gewesen, damals, noch in Lugano. Oder? Es ist immer noch das Grande Lugano. Hat man noch herbeigesehnt. Es ist zwar leider nie mehr gekommen. Ja, das war einfach, so einfach so eine Veränderung, die ich gehofft habe, dass das viel bringen kann. Du hast das Tessiner Derby erlebt, du hast das Zürcher Derby erlebt. Wie würdest du die beiden Derbys vergleichen? Ja, also das Tessiner Derby ist schon noch mal ein bisschen mehr mit, mehr ab? Mit Emotionen beladen, habe ich das Gefühl. Schon? Ja, ja. Wo war es am besten zum Spielen? Gewesen? Ambri, Lugano, Zürich oder Kloten? Wenn es Derby war? Was hast, wo hat es am meisten gekribbelt? Ja, wenn Kloten, also im Hallenstadion gegen Zürich, ist es natürlich schon eher speziell gewesen, vor allem wenn man Klotner ist. Oder? Das Tessiner Derby ist einfach, bist gleich noch ein bisschen weiter weg. Du bist irgendwie kein Tessiner, aber du nimmst die Stimmung schon mega wahr. Aber es ist schon nochmal spezieller, wenn du da, wo du eigentlich herkommst, dann. Das Derby hast du und im Hallenstadion ist noch ein bisschen feindseliger gewesen. Ja, aber gehört hat mir nur immer Kloten-Fans im Hallenstadion. Ja, dem aber wie ist das so für dich gewesen? Und auch für die Mannschaft, hat man das wirklich auch gespürt im Tessin wie in Zürich, dass die Derbys spezielle wichtige Spiele sind? Ich glaube, dort hat man auch nicht sechsmal gegeneinander gespielt wie jetzt, weil das wird es zu einer Normalität. Jetzt sind es glaube ich noch viermal gewesen. Aber hat man das auch in der Garderobe gemerkt, auch sonst im Umfeld vom Club gemerkt, heute ist ein spezielles Spiel? Ja, ich denke, man hat vor allem gemerkt, wenn man aufs Eis gekommen ist. Es ist einfach die Stimmung, die dann automatisch hast gemerkt, dass meistens mehr Leute, ein bisschen mehr Leute waren als sonst. Oder? Und die Stimmung war auch ein bisschen mehr aufgeheizt, das hat man natürlich schon gemerkt. Und das hat dann auch sehr auf die Mannschaft übertragen. Und schon im Vorfeld weiss man, Derbys sind wichtig für die Fans und vor allem selber auch. Und von dem her ist es von Anfang an schon klar, dass es da voll Gas gegangen wird. Weißt? Nach zwei Saison bist du dann vom Tessiner Derby wieder zurückgekommen. Dann hast du das Zürcher Derby wieder gehabt. Wieso bist du so schnell wieder zurückgekommen? Was hat dich wieder zurückgezogen zu Kloten? Ja, auf der einen Seite ist dann einfach ein Lugano nicht so gelaufen. Ich in den zwei Jahren, als ich da war, hatte ich fünf Trainer. Die haben natürlich immer probiert, alles zusammen zu kaufen und irgendeine Mannschaft anzubringen, die um den Titel spielen. Hätten wir vielleicht auch gehabt, aber es ist wie nie ganz so gelaufen. Ja, und irgendwann habe ich dann schon ein bisschen Heimweg gehabt von Ort. Ich habe gemerkt, die zwei Jahre sind jetzt gut gewesen. Und Kloten hat mich immer noch wählen. Und ich wusste, ich fühle mich da sowieso wohl. Und habe auch noch etwas mit Kloten erreichen. Ja, wenn wir beim Erreichen sind, du hast ja ein Final verpasst, wo du gewechselt hast. Dort ist ja Kloten gerade in Final gekommen. Dann aber 2011 Kloten nochmal in Final gekommen. Dann mit dir gegen Davos. Wie sind die Erinnerungen an diese Finalserie? Ja, es ist einfach so im Nachhinein. Also bitter ist es natürlich, aber ja, gleich, wie hast du. Ich weiss noch, Davos hat schon eine starke Mannschaft gehabt dort. Das war, ich glaube, so Zeit gewesen, Bettnar und Zikora. Und wir haben wirklich alles daran gesetzt, um das Finale irgendwie zu gewinnen. Wir haben wirklich probiert, aber die Mannschaft war fast einfach ein bisschen zu gut gewesen. Und im Nachhinein ist es schon einfach. Viel hat am wenigsten gefehlt für einen Titel. Oder? Und wenn man halt so aufgehört hat, irgendwann. Dann beißt du schon ein bisschen. Bist du mal Meister geworden? Ja, nein, leider nicht. Ja. Diese Serie dort und so wäre es mal gut möglich gewesen. Nachher gegen Zürich ist es leider ein bisschen zu klar gewesen. Ja, das so. Habe ich jetzt auch noch kurz wollen ansprechen, wie du diese Serie dort verarbeitet hast, 2014. Das war eine von der bittersten Serien, von der bittersten Niederlagen gewesen, dort, die vier hintereinander gegen den ZSC. Wie ist es dir gegangen dort in diesem Finale? Ja, ich habe es probiert, so gut wie möglich zu verdrängen. Bitter, aber ja, das war wirklich sehr bitter gewesen, vor allem eben, dass wir nicht können, wenigstens ein bisschen mehr einen Kampf liefern am ZD. Wieso hat es nicht gelangt? Was ist es? Warum es, ich weiß nicht, ob es daran gelegen ist, dass wir fast ein bisschen zu zufrieden waren, weil es vorher ein Turbulenz war. Wir haben das gleiche Finale geschafft, man hat niemand gedacht und irgendwie bist du einfach schon mal happy gewesen, dass du bis ins Finale gekommen bist und dann hat es der letzte Ding hat ein bisschen gefehlt, wo Zürich Meister werden musste. Also, sie haben das einfach mehr drin als wir. Und
Wir haben dann einfach nicht mehr standhalten dem Ganzen. Aber 4-0, das nackt schon immer noch recht. Ja, das nackt bei vielen Klotner noch recht. Wie hast du die ganzen Sachen dort verarbeitet? Weißt du, die Niederlage gegen Davos verarbeitet? Und wie gegen den ZSC? Hast du das immer gleich gemacht mit der Familie? Oder wie ist das bei dir abgelaufen nach diesen Serien jeweils? Ja, meistens war es dann so, dass man dann bald mal in die Ferien hat wollen. Meistens mit ein paar Kollegen zwei, drei Wochen irgendwo in der Sonne, ein bisschen weit weg. Du Party machen und vergessen. Ja, und vor allem ein bisschen gleich Party machen, obwohl du verloren hast. Ja, das ist eigentlich das beste Mittel zum Vergessen. Ein bisschen Hirnzellen wegtrinken. 2017 ist dann endlich die Erlösung gekommen. Ein Titel mit Kloten, das war der Gap. Ist es irgendwo durch auch eine Genugtuung für dich gewesen, dass du doch mal noch einen Potter hochheben mit dem Kloten? Wenn es nicht der Meistertitel war, aber wenigstens der Gap. Ja, das sicher. Also, es ist kein Meistertitel, aber es ist auch dort, man hat es gemerkt, auch für die Leute war es etwas Spezielles gewesen. Und am Anfang ist der Körper immer ein bisschen belächelt worden. Aber ich glaube, je länger es gegangen ist, desto mehr ist man auch voll dabei gewesen. Und hat auch gemerkt, hey, look, die Leute finden es auch mega cool, wenn man einen Körper gewinnen kann. Und vor allem war es noch ein Heimspiel gewesen. Und ja, mal mit der Mannschaft so Trophäen aufzuheben und sehen, wie die Leute Freude haben, das war schon auch schön gewesen. Wir haben es vorhin gehabt von Alkohol und Hirnzellen abtöten. Wie viel Alkohol ist in dieser Nacht dort geflossen? Hat es eine wilde Party-Nacht gegeben oder ja, Medium? Ja, also schon nicht schlecht. Ich glaube, wir sind raus mit vielen Fans noch und haben dort recht Gas gegeben. Und ich weiß gar nicht, ob wir da noch weiter sind. Das ist leider wirklich vergessen gegangen. Eben, das ist, wieder eigentlich sind wir bei der Sonnenseite und müssen wieder zu der Schattenseite springen. Im bittersten Jahr 2018. Gegen Rappi, wo wir abgestiegen sind, dort hast du nicht mitspielen können. Du hast dort noch nicht angeschaut. Gegen Ambri hast du noch gespielt. Ich glaube, 3 oder 4 Spiele. Nachher nicht mehr. Du bist dann, glaube ich, verletzt gewesen. Ist das richtig? Ja, ich habe dort, es war allgemein eine schwierige Saison für mich. Ich habe dort früher schon in der Saison das Bein gebrochen, als ich den Schuss blockiert habe. Und habe dann nicht operiert. Das heisst, das wächst gut zusammen. Und dann nach 4-5 Wochen, das heisst, ja, scheiße, das wächst nicht zusammen. Und dann habe ich gleich noch operieren und noch mehr Zeit verloren. Und dann habe ich dort wieder gespielt und dann habe ich noch die Schulter ausgerenkt, gegen Gambri. Und ja, alles zusammengekommen. Ja, und ich musste dort auch auf der Tribüne zuschauen. Und das war schon her, dass ich nicht helfen konnte. Eben, du hast gesagt, auf der Tribüne, wie bitter war es, von der Tribüne zuzuschauen? Ich glaube, von dort ist es fast für einen Spieler noch härter, oder sagen sie zumindest damit, wieder, wenn sie selber mitgespielt haben. Ist das für dich auch so, hast du das auch so empfunden? Ja, es war schon brutal her, wobei ich die Jungs auf mich auch nicht beneidet habe. Weil der Druck und die negative Energie, um da musst umgehen und spielen in so einer Situation, so im Hintertreffen, ob ich 2-0 hin und dann aber gleich zurückkommen. Und ja, ich hätte es ehrlich gesagt nicht mehr gedacht, dass wir noch aus der Hand geben, oder? Es ist zwar immer alles eng, ja. Gewesen, aber nachher. Man denkt, wir gehen ins 6. Spiel, da aber auf Rappi und 3-2 geführt, dann haben wir eigentlich alle gedacht, ja. Jetzt holen wir es. Ja, und dann eben, wir sind eigentlich überlegen gewesen, dann hat man es wieder in die Hand genommen und dann ist halt Overtime und dann verlangt ein Schuss und dann plötzlich von 100 auf 0 runter. Das ist wie ist deine Reaktion? Ja, ich bin nur noch echt gehockt. Ich kann gar nichts mehr sagen, es ist schlimm gewesen. Wie hast du das dort verarbeitet? Wie ist die Nacht dort abgelaufen oder die Woche dann danach? Ja, die Nacht, wir sind, glaube ich, einfach sehr lange mit unseren Partnerinnen in der Garderobe gehockt. Viel noch in der Handausrüstung, ein Bier getrunken, sehr gedrückte Stimmung. Und ja, ich weiß gar nicht, ich bin mega lange dort einfach gehockt. Ja. Und wenn ich irgendwann duschen und dann sind wir heim, einfach so ein bisschen langsam 1-2 Bierchen und so ein bisschen probiert, das Ganze zu fassen. Aber ja, es ist schon eine Zeit gegangen, bis du es dann wirklich realisiert hast. Oder? Die neue Realität, die hat dann Swiss League geheissen und der Romano Lemm ist mitgegangen in die Swiss League. Wieso bist du dort mitgegangen in die Nazi B und hat es ein Angebot gegeben von der Nazi A? Hättest du können bleiben oder hast du gesagt, hey, wir sind abgestiegen, für mich ist klar, ich gehe auch mit ins B? Ich denke, es war beides. Ich habe gar nicht gross geschaut nach Angebot, aber ich denke auch nicht, dass es mega viel gegeben hat. Ich war dort die ganze Zeit ein verletzt, eben, ich konnte auch nicht mehr meine Leistung können bringen, wie es früher war. Also, ich habe auch nicht gross umgeschaut nach Nazian, aber mir war für mich klar, ich wollte unbedingt bei Kloten bleiben und auch gerade wieder aufsteigen. Und das ist natürlich die Hauptmission. Also, wenn man so etwas mitgemacht hat, will man natürlich nicht gerade
nicht gerade gegangen. Ich wüsste nicht, wie es gewesen wäre, wäre ich noch ein anderer Punkt von meiner Karriere gewesen. Oder wäre 27 gewesen, noch top. Da muss man zum Teil halt schon auf seine Karriere schauen. Habe ich auch Leute verstanden, die gegangen sind. Aber für mich persönlich ist es in dem Moment nicht in Frage gekommen, zum Wechseln. Wir sind natürlich alle froh gewesen, dass du geblieben bist, aber du hast WMs gespielt, du hast Olympische Spiele gemacht, Nazi A gespielt und dann kommst du in die Nazi B. Wie war das in der ersten Saison gewesen? Kannst du dich da noch daran erinnern? Vor allem, was sind die Unterschiede gewesen? Es muss ja Welten gewesen sein. Jetzt bist du gegen Sydney Crosby auf dem Eis gestanden und nachher plötzlich irgendwie gegen Junior von der EVZ Academy. Gut, muss man auch sagen, es waren also 8 Jahre Unterschied gewesen, also Sydney Crosby. Also ja, das stimmt. Wir sind auch älter. Und, aber ja, es war schon speziell gewesen, dann in der Swiss League. Also, man hat sicher am Anfang ein bisschen, ich sagen, unterschätzt, wie der gespielt wird. Das ist einfach vor allem taktisch nicht ganz so ausgereift wie der Nazi A. Es ist ein bisschen wilderes Hockey und wir sind einfach am Anfang ein bisschen zu fest auf das eingegangen, obwohl wir eigentlich viel strukturierter können spielen und haben das Hin- und Her-Spiel ein bisschen zu fest mitgemacht und ja, sind dann am Anfang gerade mal recht auf die Schnur gefallen, oder? Und haben das Titel gebraucht, um uns zu fangen. Um überhaupt in diese Saison reinkommen, bis man checkt, ob man noch spielen muss. Also ist es wirklich komplett anders? Also ja, muss komplett sich das, anders, also kann man das nicht sagen. Es ist immer noch Hockey. Es ist manchmal so schwierig zu erklären. Es ist sicher nicht ganz so physisch wie der National. Sind sich die Jungs dort besser parat, auch körperlich. Das Tempo ist ein bisschen höher. Und eben vor allem das Taktische. Es wird viel taktischer gespielt dort. Und in der Nazi B ist es eher ein bisschen Freestyle manchmal. Wild West-Hockey hat man manchmal gehört. Manchmal ist ein bisschen, ein brutaler Ausdruck? Ja, ist ein bisschen zu brutal, würde ich sagen. Also, ich meine, es gibt schon Teams, die sehr strukturiert spielen. Das ist einfach noch ein bisschen ein Unterschied dort und das merkt man einfach. Jetzt schaust du ja manchmal auch noch Match zu. Wie siehst du da einen Unterschied, wo du noch in der Swiss League gespielt hast? Und jetzt hast du das Gefühl, es ist immer noch ein bisschen eben Wild West-Hockey, es ist immer noch ein bisschen so ein bisschen verrückte Liga, nicht alles ganz so taktisch. Oder hat sich das jetzt in diesen paar Jahren schon ein bisschen geändert? Ich denke mal, es gibt sicher immer Teams, die schon immer ähnlicher wie Nazi A gespielt haben. So die besseren Teams, wenn die gegeneinander spielen, ist es schon auch ein strukturierter Spiel. Oder? So die Aspiranten wie Ajo damals oder Olten jetzt, das sind schon noch ein bisschen andere Spiele, als wenn man gegen EVZ Academy spielt, wo halt viele junge, ein bisschen wilde dabei haben, wo dann halt das Spiel vielleicht ein bisschen mehr hin und her ist und mehr wild West, würde ich sagen. Aber ich glaube, jetzt ist Kloten sicher einfach auch gefestigter, oder? Und so Sachen muss nicht unbedingt mitgehen, diese Sachen, oder? Und einfach ihr Spiel einfach durchziehen. Du kannst leider auf dem Eis nicht mehr helfen zum Aufsteigen. 2020 hast du deine Karriere als Captain beendet. Wieso war Schluss gewesen? Ja, ich habe mir länger Gedanken gemacht. Das ist langsam Zeit geworden. Ich meine, körperlich eben auch immer noch so ein bisschen die Nachwehen von dieser ganzen Operation. Nachher von früheren Verletzungen, Knie und es ist einfach schon gleich immer jeden Tag ein Kampf gewesen, im Training, um gleich noch ja, den Körper bereit machen für jeden Match und gleich immer noch den Druck zu haben. Ja, es hat dann einfach irgendwann ist zu streng für den Körper, um das noch weiter durchzuziehen. Wie bitter ist es eigentlich gewesen, dass nachher Corona gekommen ist und es hat eigentlich nicht so ein riesiges Abschiedsspiel für dich gegeben. Du bist der Rekordspieler vom EAC Kloten. Eben, es hat einen kleinen Abschied gegeben. Du bist dort aufs Eis gerufen worden, aber nicht so ein grosses Abschiedsspiel. Wie bitter ist das gewesen? Hast du dem noch ein bisschen nachgetraut, dass es eigentlich nicht so einen riesigen Abschied gegeben hat? Oder hast du das nicht erhofft? Oder wie ist das gewesen? Ja, ich würde mal sagen, wegen Corona habe ich. Es war einfach Corona mal gewesen, oder? Ich meine, ich habe mir gar nicht gross überlegt, so, gerade habe ich jetzt kein Abschiedsspiel. Ja. Das ja, klar, es war eine andere Sache. Gewesen, und aber nachher irgendwann ist halt einfach, nachher, die eineinhalb Jahre später, ist es dann einfach nicht mehr das Gleiche. Oder? Und ja. Da habe ich ja schon verstanden, dass man da nicht das grosse Tamtam daraus machen will. Und das hätte ich auch nicht unbedingt wollen. Es sind andere Spieler, die wir müssen verabschieden mussten. Und du, irgendwann ist es vorbei. Ich habe gleich mit meinen engsten Freunden einen guten Abschied können feiern. Und dass es da nicht das riesige Ding gegeben ist okay. Also wir sind dir auf jeden Fall alle dankbar, was du für Kloten geleistet hast. Du hast so viele Jahre Eishockey gespielt, so viel gesehen in deiner Karriere. Was würdest du sagen, wer war dein bester Mitspieler, den du je gehabt hast? Sei es in der Nazi, bei Kloten, bei Lugano. Wer war der Beste gewesen? Schwierig zu sagen, aber kannst du auch ein paar sagen? Ja, aber mit einem, den ich halt länger gespielt habe, wo halt wirklich, und jetzt auch wieder da, ist Kimo Rintanen gewesen, über so eine lange Zeit, was er technisch schlitzschräuferisch draufgegeben hat und immer abgeliefert hat, ist schon der Wahnsinn gewesen. Und er hat sicher auch können,
wäre heute NHL so, oder nein, wäre dazumal NHL so, jetzt hätte er sicher einen guten NHL spielen können, mehr, eher aufs Technische, aufs Läuferische. Dort war es einfach mehr noch ein Rumpelliga, als er sein Top-Ding hatte. Ein anderer Finn, Petri Numeli in Lugano, war natürlich auch eine Ausnahme können als Verteidiger. Und von den Schweizer? Ja, von den Schweizer. Wir haben da Martin Plüss natürlich, Patrick Bertschü, Martin Plüss und Adi Wichser. Ich weiss noch, diese Linie war brutal mal eine Saison lang. Und ja, es hat so viel gegeben. Patrick Fischer, Marcel Jenny, alles so ein bisschen. Die älteren Helden gegen Marc Streit, dann auch noch mal. Seger, ja, einfach so. Du hast mit sehr vielen guten Spielern zusammengespielt. Also zusammen die Liste. Und gegen sie, ja. Genau. Und zusammen und natürlich gegen sie. Du hast auch viel miterlebt in der Garderobe. Wer würdest du sagen, hat die Garderobe am meisten belebt? Amig? Wer ist dort so richtig am Lied gewesen? Du musst schon schmunzeln. Ja, das ist schwierig zu sagen. Wer hat die Garderobe belebt? Ich? Nein. Du? Nein. Was hast du damit gemacht? Bist nein, du einer gewesen, der die Spass gerissen hat? Ich habe gerne gemacht und so und ein bisschen Streichel gespielt und so. Das wäre noch ein lustig gehabt, aber gibt es andere, eben, zum Beispiel ein Jenny oder also ich kann es fast nicht mehr sagen, oder ein Seger. Das haben alle Fässer gemacht. Ich bin einmal an der vordersten Front dabei und so. Also, ich könnte es gar keine speziell ausheben. Und wenn ihr nach der Saison irgendwo am Strand sind, auf Malle oder so, wer ist dort der grösste Partykönig gewesen? Bist du da vorne dabei? Ja. Ich war auch vorne dabei gewesen, aber es hat auch ein paar andere gegeben. Ich wollte jetzt auch keinen Namen nennen. Aber ja, komm jetzt! Es so bleibt im engen Kreis. Das sind die ähnlichen, die ich vorher schon gesagt habe. Ich habe es vorher schon ein bisschen vom Trainer gehabt. Ich habe aufgeschrieben, wer dein strengster Trainer war. Ich glaube schon, der Wladimir Jursinov war. Oder hast du noch an einen anderen Trainer eine ähnliche Erinnerung wie an ihn? Ja, vor allem jetzt nicht in Nazia, aber jetzt so bei Kloten. Im Nachwuchs, so Mirek Hübler und Jaroslav Voracek sind eigentlich auch die, die ich gerade neu zu Kloten bin im Nachwuchs. Sind das gerade meine Trainer gewesen und das hat sich gerade so ein bisschen durchgezogen, oder so ein bisschen östliche Härte, oder? Ich wollte sagen, gesagt, Schweizer sind nicht so. Nein, also ich habe halt wirklich gerade, als ich zu Kloten bin, Mirek Hübler ist auch ein Tschech, der mega tough war, aber auch ein sehr lieber und der hat mir dort auch viel beibringen können. Nachher Jaroslav Voracek auch gerade wieder so ein bisschen. Tschechische Disziplin und dann Zucht und Wladimir Jursinov natürlich auch ein sehr lieber Mensch, aber auch ein strenger, tough. Du hast vorher gesagt, du hast so viel auch gegen Leute gespielt, Gegenspieler gehabt. Wer war der mühsamste Gegenspieler gewesen, der am ekligsten war, Amig? Ja, ein paar Wettbeisser hat es schon gegeben, also Martin Steinecker und so, ein paar Berner von früher. Schon, die? Ja, ja. Rüfenacht ist auch noch dort, den können ja, wir noch vorstellen. Ja, also der ist nachher auch noch gewesen. Ist immer so ein bisschen rechter Kampf gewesen. Ja, würde ich zumindest die sagen. Wir haben es vorhin von deiner Rolle im Team. Was war die jeweils gewesen und wie hat sich die auch vor allem verändert im Verlauf deiner Karriere? Ich denke, es war nicht das gleiche gewesen, wo du dort im Viertelfinale im 0-2 gegen Fribourg reingekommen bist, wie dann nachher 2017 beim Cup-Sieg. Wie sind die Rollen im Team? Ja, ich denke, in meinen früheren Jahren bin ich sicher immer eher ein offensiver Spieler gewesen, aber auch mit defensivem Gewissen. Und wo ich ganz jung war, war ich einfach der, der seine Arbeit gemacht hat und Vollgas gegeben hat und auch probiert, offensiv etwas zu bringen. Ich bin dann eigentlich relativ früh schon auch Captain geworden, also ein bisschen Leaderrolle müssen oder dürfen übernehmen. Und das hat sich immer so ein bisschen durch alles durchgezogen. Dann irgendwann später. Auch nach den Verletzungen und so geht das Ganze eher so ein mehr leading off the ice oder so ein bisschen auf dem Eis ist mir dann mehr so eine defensivere Rolle reingekommen, was auch okay war, ist einfach immer mit Einsatz und Disziplin. Und so. Was hast du am liebsten gemacht? Welche Rolle würdest du sagen, hat dir am meisten gepasst? Ja, es war schon lässiger gewesen, so im Powerplay und ein bisschen offensiv als im Boxplay die Schüsse reinlegen. Ich habe vorher eigentlich mit Erschrecken festgestellt und ich musste wirklich nochmal nachschauen. Du bist nicht unter dem Hallendach. Ich konnte es fast nicht glauben. Ich habe das Bild gesehen, runtergescrollt und gesehen, du bist nicht am Hallendach. Was würde es dir bedeuten, dass du da bist und wie fest fuchst du, dass du eben nicht dort oben bist? Ja, ich habe mir noch nie gross Gedanken gemacht. Es wäre natürlich schon schön, schon eher, oder? Aber für etwas hat man auch die Kriterien aufgestellt. Aber bist du nicht mal in Schlufe gelaufen und denkst, da müsste ich jetzt einfach 67 hängen. Mit meinem Kopf drauf dort oben. Ja, schon wär, schön wäre es schon, aber eben. Wie gesagt, für etwas, ich bin einer, der um Fakten geht und für etwas hat man die Kriterien auch gemacht. Da kann man sie nicht jedes Jahr immer brechen. Wir haben nur mal ein Kriterium gefehlt, um dort hochzukommen.
Irgendwann hat es gar keinen Platz mehr dort oben. Mit 714 Spielen bist du der Rekordspieler von Kloten. Ist das für dich etwas ganz Spezielles, der Rekordspieler sein? Oder sagst du, ja, nein, es war schön in Kloten, aber ob ich jetzt Rekordspieler bin oder nicht, bedeutet mir eigentlich nicht so viel? Es hat mir auch schon etwas bedeutet, doch. Und ich bin gar nicht so, ich weiß nicht, jemand auf mich zukommt, hey, jetzt hast du das und das Spiel und bist Rekordspieler. Ich hatte das voll nicht auf dem Schirm gehabt. Und doch ist eigentlich schon noch speziell gewesen, wenn du in einem Club bist, wo du die meisten Spiele für den Club gemacht hast. Aber ich denke, der Rekord ist da zum gebrochen werden, oder? Wird er sicher schon bald, oder? Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt gerade nicht auf die Übersicht. Der Kelly ja, hat jetzt wieder verlängert. Vielleicht kommt er noch auf die 714 Spiele. Wer weiß? Vorher haben wir es mal gehabt, im ersten Goal, vom ersten Einsatz. Weißt du, wie viele Scorepunkte du gemacht hast in diesen 714 Spielen? Laut der Quizfrage. Ja. Um die 300 oder so. Also wenn ich richtig zusammenzählt habe, hast du 137 Goal geschossen ja. Und 162 Assists gegeben. Um die 300. Ja, genau. Das können wir etwa so sagen. wie war es gewesen, dort, wo du mit dir Goal geschossen hast? Kannst du dich noch besonders an ein Goal erinnern, wo du sagst, mal, das werde ich mal irgendwann noch meine Enkel erzählen? Von diesen 137 gibt es eins, das so speziell ist? Oder sagst du, ich habe mehrere? Ja, eins, das mir immer in den Sinn kommt, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr es war, ist irgendein OT, also Overtime-Goal gegen Ambri, wo ich irgendwie reingekommen bin. Ich glaube sogar Playoffs gewesen, wo der Marcel Lenny ins dritte Fazit zurückleitet und ich ziehe mit in den Haus drauf, oben ins Kreuzli und das Stadion explodiert. Und ja, ich weiß nicht, das ist mir irgendwie noch recht in Erinnerung. Ja. Was du, oder wie du auch in Erinnerung bist, du bist sehr ein sympathischer Spieler immer gewesen, irgendwie auch ein bisschen volksnäher. Und ich muss noch etwas in eigener Sache fragen. Ich bin nämlich mit irgendwie 10, 11, 12 mal zu in ein Training gekommen, an den Weihnachtswunsch von Tele Zürich gewonnen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, nachher, du hättest mich gekannt. Hast du mich dort wirklich gekannt oder bist einfach zu allen immer so nett gewesen? Ja, also, ich weiß es schon nicht, aber ja, wann ist das gewesen? Wann ist das auch nicht gewesen? Ja, vor etwa 14 Jahren, ja. Nein, ich, 12, immer, ich kann mir gut Gesichter merken, mit Namen habe ich dann manchmal Mühe. Also oft weiss ich, den kenne ich irgendwo, aber ich hätte jetzt keinen Namen vielleicht können zuordnen, aber ich gehe allgemein mit Leuten respektvoll um. Manchmal weiss ich den Namen nicht, aber ich weiss, ich kenne ihn. Und in Kloten hat man dich ja auch gekannt. Bist du öfters angesprochen worden? Hast du einmal gerne Schwatz gehalten mit den Fans? Oder wie hast du das gehabt? Oder bist du überhaupt angesprochen worden? Ich weiss, ich habe das einfach mal behauptet, so in der Rundschule, dass man dich gekannt hat, eben so lange in Kloten Rekordspieler. Bist du angesprochen worden auf der Straße? Ja, sicher ab und zu mal oder mal immer Reste gehockt und so, dann redest du dann schon mit den Leuten. Aber ich glaube, die Leute sind allgemein respektvoll und getraut sich manchmal auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass es, dich hast mit zu verstecken, wenn du irgendwo rumgelaufen bist, dass sich und jeder Ecke angesprochen haben. Also von dem her bin ich dann auch gerne stehen geblieben und auch geschwätzt. Oder es war mehr halt immer Reste gewesen oder hast gemerkt, sie schauen ein bisschen über. Dann hast du gesagt, ich bin's. Nein, das natürlich nicht, das habe ich schon gewartet. Aber ja. Heute bist du Talentmanager beim EAC Kloten. Was bedeutet das ganz genau? Ja, es hat sich ein bisschen angefangen, letztes Jahr, als ich aufgehört habe mit dem Job, was es eigentlich noch nicht wirklich gegeben hat bei Kloten. Es ist eigentlich, sollte so ein bisschen übergeordnete Position sein, wo sich die ab U15 die Top-Talente ein bisschen identifiziert und mit denen dann ein bisschen näher zusammenarbeitet, sagt das auch im Bereich jetzt nicht nur spezifisches Hockey, sondern das Ganze ein bisschen ganzheitlicher anschauen, mit Schule, die haben so viele Anspruchsgruppen auf die eingeprasselt, oder? Mit Lehrmeistern, mit Eltern, mit Freundinnen, mit sonst Schule, mit ihren Trainer dort, dass man dort so ein gesamtheitliches Bild bekommt und die kann durch den ganzen Prozess begleiten. Oder? Und unser Ziel ist natürlich, dass wir Spieler produzieren können, die uns schlussendlich in der ersten Mannschaft helfen. Oder? Und das gibt einfach so Steps, die man durchgehen müssen und dass man die so ein bisschen fix kann durchbegleiten, eben so vom Alter 15, 14 bis... Also eben, du planst eigentlich, wie so blöd gesagt, eine Karriere, also du sagst, wie der Weg könnte sein, kann man sich das ein bisschen so vorstellen? Ja, Karriereplan vorstellen. Ist schon ein bisschen wild gesagt, aber es geht im Moment sind wir halt auch vor allem noch in der Aufbauphase, oder? Wir haben, den Job hat es noch nicht gegeben und jetzt dieses Jahr bin ich halt mehr als Trainer, jetzt bin ich das nur ein bisschen nebendran machen, aber das Ziel wäre schon, dass man das Konzept könnte aufbauen, wo dann jemand in dem Talentmanagement drin ist und dann, dass man dann das so begleitet. Aber ja, ganze Karriereplanung ist es nicht ganz, aber so innerhalb des Clubs so als Begleitperson ist es schon. Was gibst du so einem jungen Spieler mit auf den Weg? Sagen wir so 14, 15,
Was ist dort ein wichtiger Tipp, den die Jungen gebrauchen können? Weil es ist schon dort ein riesen Leistungsdruck. Ich war dort auch mal im Spiel. Die Eltern erwarten alles. Und für die Eltern bist du eh immer der Beste. Und der kommt zum Trainer und das läuft dort. Dann hast du noch Schule, dann müsstest du noch dort aufzugehen machen. Dann wieder am Morgen um 6 Uhr Training. Was gibst du dort den Jungs mit auf den Weg? Ja, dort in erster Linie sicher wichtig, dass man auch viel kann trainieren, oder? Und dass man es aber auch gerne macht. Das bringt nichts, wenn man dort einen 14-15-Jährigen die ganze Zeit nur, sowieso unter Druck steht, immer noch mehr Druck macht. Sie müssen einfach immer noch Freude haben. Das ist immer noch die Grundvoraussetzung. Dann so gewisse Disziplin, gewisse Sachen, die einfach auch im Charakter wichtig sind, auch nachher auf dem Eis. Das ist ein bisschen Charakterschule, auch, was mit durchgeht. Also gewisser Respekt gegenüber aussen. Von ihren Trainern werden sie sowieso schon super ausgebildet, was Hockey-Skills anbelangt. Einfach, dass sie auch immer auf die Leute hören, die daraus kommen. Oder? Ja, und du kommst daraus. Und wissen die überhaupt, wer du bist? Wissen die, dass du eine Legende Kloten bist? Oder sagt ihr, wer ist der Roman überhaupt? Was wollt ihr mir erzählen? Und die einen wissen es sicher nicht, aber ich denke, so viele Junge kommen da immer noch gerne auf die Match sonst und die kennen schon ein bisschen Geschichte von Kloten. Und ich denke, ein paar kennen mich sicher. Die ich jetzt trainiere, kennen mich glaube ich schon. Jetzt mittlerweile sind sie vielleicht auch mal gegoogelt. Das ist natürlich eine wichtige Frage. Du tust die jungen Talente ausbilden, du bist bei der U17-Assistent. Haben wir den neuen Sidney Crosby bei uns in der Reihe im Nachwuchs? Haben wir ein riesen Talent? Ich würde sagen, es kommt einer, der es richtig packen kann, vielleicht sogar in die NHL geht. Ja, wir haben immer wieder gute Talente. Und sicher zwei, drei interessante Leute. Es ist halt einfach noch früh zu sagen, es kann noch so viel passieren, wie du ja vorhin gesagt hast. Oder es hat so viele Eindrücke auf die Jungs einprasselt. Auch noch, wenn einer mit 15 top ist, kann er plötzlich schon mit 17 kann irgendetwas gewesen sein in seinem Leben, wo er eben keine Freude mehr hat am Hockey. Dann einfach plötzlich aufhört oder irgendetwas ist, dann muss man einfach, muss so viel zusammenpassen, dass man dann schlussendlich mit 17, 18 ready ist, oder? Und ich wollte jetzt auch niemandem Druck aufhalten, dass er jetzt neue Seite Crosby muss werden. Aber wenn man rein auf die Tabelle schaut von den letzten Jahren und jetzt wirklich nur die Zahl schaut, dann sieht man doch, dass Claude eigentlich einen Step vorher gemacht hat, 6 bei U20. Bei U17 sagst du, ja, das ist immer ein bisschen Jahrgang abhängig, das ist ein bisschen eine Lotterie, sind die Jahrgänge gut oder nicht? Oder hat man eben wirklich besonders gut geschafft jetzt im Nachwuchs bei Kloten? Ich denke, in den letzten 3-4 Jahren hat man sicher auch wieder sehr gut geschafft. Das ist sicher auch die Frucht von den Jahren, wo man jetzt das gut gemacht hat. Logisch gibt es auch immer halt ein bisschen Unterschied von Jahrgang zu Jahrgang, das kann gut sein, aber ich denke, die Basis ist jetzt schon wieder einiges besser, es wird sehr gut geschafft auf allen Stufen, sehr gute Zusammenarbeit. Das ist schon wichtig, dass man ein bisschen Kontinuität auch reinbringt mit den Coaches und viel kommuniziert untereinander und das wird im Moment sehr gut gemacht. Wir sind schon fast wieder am Schluss, aber ich muss natürlich auch noch ansprechen auf die jetzige Situation von der jetzigen ersten Mannschaft vom EHC Kloten. Wie bist du zufrieden momentan? Wir gehen jetzt in die letzte Phase von der Meisterschaft. Gehst du überhaupt damals noch schauen? Hast du Zeit, um das Eis noch zu schauen oder nicht so viel? Ja, im Moment eher, ehrlich gesagt nicht so viel, weil U17 einmal Freitag, Sonntag bin ich meistens am Match oder dann noch am Dienstag oder am Mittwoch. Also ist dann gerade ein bisschen viel Hockey sonst oder viel Zeit, die vergeht. Aber ich schaue sicher das Resultat und die Highlights an. Die Tabelle bin ich natürlich immer wieder informiert und sehe natürlich die Jungs am gesehen noch in den Trainings ab und zu und rede ein bisschen. Ja, sehr gut. Also, sie sind sehr konstant in letzter Zeit unterwegs. Sehr gute Transfers gemacht. Ich glaube, die Rädchen gehen schön langsam ineinander rein zu verlaufen, es funktioniert. Jetzt kommt dann in die entscheidende Phase, dann müssen wir ready sein. Und ich glaube, auch der Coach gesagt, macht das einen guten Job, um die Jungs dort anzuführen, dass sie dann bereit sind in den wichtigen Momenten. Du hast so viele wichtige Matches gespielt, du hast so viele Playoff-Serien gemacht. Gibst auch du meint oder anderen noch mit etwas auf den Weg? Kommt vielleicht sogar jemand noch Ratschläge holen bei dir? Oder bist du dort völlig draus und sagst, nein, ich habe U17 mit dem Eis, will ich nichts zu tun haben? Ich meine, auch im Eis hat es ein paar, die dann in der U20 auch noch ein bisschen sind. Mit denen habe ich dann auch noch ab und zu ein bisschen zu tun. Ein paar jüngere Spieler vor allem. Dort will ich dann schon, wenn die zum Spielen kommen, vielleicht noch ein paar Tipps mitgeben. Mal schauen, ob sie auf mich zukommen von allein. Aber ich würde gerne auch mit ihnen. Es ist dann schon etwas Spezielles, wenn man als Jüngerer dann auch ein Playoff mitmacht und nicht nur in der Regular Season mitspielt. Das ist schon mal ein bisschen etwas anderes. Und wenn jemand Rat braucht, würde ich ihm sicher den geben. Ich denke, du bist sicher die richtige Anlaufstelle. Was wäre denn dein Tipp, jetzt wo es langsam in die heiße Phase geht, die Playoffs, was würdest du so einem Jungen mitgeben, jetzt wo es dann bald um alles geht? Ich denke, es hat viel mit Energie zu tun. Man darf einfach den Druck nicht zwischen sich herankommen lassen. Man muss einfach wirklich auf seinen Instinkt vertrauen.
meine, man hat so viel trainiert und weiß eigentlich, wie man spielen muss. Und meistens, wenn es nicht so gut klappt, ist, wenn man sich zu viel Druck macht und zu viel Angst hat vor Fehlern. Das tut einem eher ein bisschen hemmen in allem und man soll einfach frisch, fröhlich von der Leber weg spielen, aber doch mit einer gewissen Disziplin, die auch wo einem der Coach einfach auch beigebracht hat und im Taktischen ein bisschen drinbleiben, dann ist es auch einfacher. Und wenn wir noch ein bisschen in die Zukunft schauen, wir hoffen natürlich, dass der sich den Aufstieg schafft, aber auch auf deine persönliche Zukunft, siehst du dich auch wie der Kollege Patrick Bertschi als Sportchef irgendwann mal oder würdest du lieber mal in den Nationalverein trainieren? Willst du irgendwann mal ganz weg vom Hockey? Wie sieht da deine Zukunftspläne aus? Weißt du schon? Hast du schon etwas überlegt in dieser Richtung? Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht. Im Moment bin ich 80% im normalen Job, 20% im Hockey. Es macht schon sehr Spass, ob ich mal einen Nationalclub trainieren will. Glaube ich eher nicht. Ich denke eher so, die Sachen mitgeben im Nachwuchs. Sehe ich mich eher, ob ich 100% durch Coach werde, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich denke, es ist vielleicht jetzt noch ein bisschen früh. Eine Karriere, die ich erst gerade beendet habe, ist zwar doch schon zwei Jahre, ja, schon aber zwei trotzdem. Jahre. Ich mache jetzt mal so noch ein weiteres Zeit. Jahr und dann in dem Rahmen und dann schauen wir mal. Und jetzt kommen wir wirklich zum Schluss zu der allerletzten Frage. Was wünschst du dir persönlich für die Zukunft und was wünschst du einem EHC Kloten? Also einem EHC Kloten wünsche ich sicher mal, dass alles so kommt, wie wir das geplant haben. Und dass der Aufstieg klappt und dass man eigentlich den Superclub wieder mal in der Nazi sieht, weil viele Leute haben da sehr hart gearbeitet und die Zuschauer, alle, die dem Club so lange treu sind, haben das sicher jetzt auch verdient. Und das wünsche ich am EHC Kloten und ich hoffe, ich bin dann auch noch ein bisschen dabei und für mich persönlich bin ich eigentlich wunschlos glücklich. Das ist doch schön. Was für ein Schlusswort. Wunschlos glücklich. Danke vielmals, Romano Lehm, hast du dir Zeit genommen. Super Gespräch gewesen. Danke. Und ich hoffe, wir könnten dann auch mal zusammen anstoßen an den Aufstiegsfeier vielleicht. Ja, danke vielmals. Merci.